Okay. UFOs bringen kein. Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. UFOs okay. Bringen Sachen. Es tut mir leid, mein Herr, aber ich handle ausschließlich mit geologischen Truvalien und Intestinalpharmazeutika. Es ist zugegebenermaßen ein exotisches Geschäftsmodell, aber in Zeiten globaler Konzerne kann der mittelständische Einzelhandel eben nur noch in Nischen florieren. Okay. Ich verstehe nicht, wie mir das bei meiner Mission helfen soll. Das geht mir genauso. Deswegen versuche ich es einfach mit allem und jedem zu benutzen. Aha. Stein vielleicht? Nein, danke. Es fühlt sich so an, als hätte ich schon 2 oder 3 davon im Enddarm. Oh. Soll ich pfeifen? Nein, das hilft hier nicht. Ich habe eine echte Zeitverstopfung. Soll ich euch sagen, was ich von Cameo-Auftritten halte? Ich halte sie für ein probates Mittel, den Fans eine Freude zu machen. Okay. Ich bin verwirrt. Rocco! Was hast du nicht los mit der Lady hey, aus Rocco. Dem Howdy, Rufus. Shop auszugehen oder so? Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich einen Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, ja. Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Yeah. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Juhu! Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß, wir sind schnell. Empfehle uns gerne weiter. Alter! Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil. Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Okay. Das war hoch. Okay. Alter. Hier genau hineinpasst. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Ist das dein Ernst? Ist das? Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße, komm zu Doc. Das hier ist auch Kunst. Hey, was soll ich denn jetzt mit dem Zylinderkopf, Alter? Rede ich nur mal mit ihm hier. Und? War es das Licht? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Meine Arbeit hier ist getan. Nun ist es Zeit für den namenlosen Rufus in den Sonnenuntergang zu reiten. Rufus, Rufus, the king of the wild front. Alles klar, Rufus. Ich verstehe nicht. Das geht mir genau. Deswegen.
Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Ja, dann grab doch mal schneller. Da können die lange bohren. Ja, glaube ich auch, ey. Rita! Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Ich glaube, Rocco hat ein Auge auf dich geworfen. Das glaube ich erst, wenn er mir einen Antrag macht. Das letzte Auge, das auf mich geworfen wurde, kam aus einer Fulok-Suppe. Ein fetten Auge? Nein, kein Fettauge. Ich glaube, ich... Das höre ich, sollte... Okay, er möchte... Ein Ring. Einen Ring! Let it burn, burn, burn. Ich habe einen Ring um meine Eier. Weiß jetzt, womit ich deinen Opa beschäftigen kann? Ich verkupple ihn mit dieser Bedienung aus dem Diner. Was? Du kannst doch nicht einfach meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln. Klar. Doch, das kriege ich hin. Du kannst mir vertrauen. Sag das bitte nicht. Immer wenn du das sagst, passiert etwas Schlimmes. Stimmt doch gar nicht. Hey. Ich muss ihn nicht in alle eins einzaubern. Ein Zauberer vertritt nie seine... Er verrät nie seine... Nein, okay. Das... Es waren natürlich keine echten Pfannkuchen, wenn du verstehst. Nicht ganz. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Um was für Pfannkuchen geht es? Das hier ist auch... Was nuschelst du denn da schon wieder? Rufuelo van Rufbrand blieb zu Lebzeiten unverstanden. Okay. Nein, das ist noch nicht fertig. Das ist ja der Punkt. Der unfertige Punkt. Hier habe ich auch nichts mehr, ne? Muss ich aber nochmal nachgucken? Schade. Hier haben wir auch noch Mac Chronicle und die Dinge, ne? Auch nichts mehr. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Hebel umlegen. Können wir hier vielleicht doch noch irgendwas machen? Na los, zeigt euch! Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Na los! Bringt hier auch nichts irgendwie, ne? Komisch. Ich sehe gar nichts. Komisch. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Na los, zeigt euch. Komisch. Ich sehe gar nichts. Ich sagte nicht ablenken. Ich habe einen Eid geleistet. Na und? Ich habe schon so viele Eide geleistet, dass das Gericht extra einen Begriff erfunden hat, um meinen Eid vom Eid anderer Leute zu unterscheiden. Du meinst mein Eid? Nein, mein Eid. Okay. Ich sagte. Oh. Okay, Moment. Machen wir nochmal Fuelock Alarm. Fuelock Alarm. Aha, yeah. Oh yeah. Och nee, nicht schon wieder. Schon. Gib mir ein Schussfeld. Oder möchtest du unbedingt von einem. Ja, möchte ich. Was dagegen? Geht das? Ich sollte meine Sachen lieber... Sie sind Er hat sich die... Okay. Dann nicht. Reden wir nochmal mit Rock. Obwohl, gehen wir mal zu ihm hier. Da ist noch ein Zeitportal offen. Ich sagte, verzieh dich! Ist ja schon gut. Gewissensbisse wären hier komplett fehl am Platz. Immerhin ist doch ein ganz passabler Bursche aus ihm geworden. Er kann bestimmt toll pfeifen. Und ich find's gut, was er mit seinen Haaren gemacht hat. Eben. Ja, können wir ihn vielleicht... Hau ab! Und ich meine ganz ab! Ist ja schon gut. Irgendwas können wir noch geben, oder? Ist ja schon gut. Ja, mit dem können wir nichts anfangen, wie es aussieht. Okay, von hier aus können wir den Wagen anmachen. Alles klar. Reden wir nochmal mit Rocco. Und? Schon aufgeregt? Du, Rufus,
Ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir die Aktion abblasen. Ach, Paperlatüt. Natürlich ist das eine gute Idee. Du hast nur kalte Füße. Das ist ganz normal. Hast du denn einen Frack und einen Ring auftreiben können? Ist in Arbeit. Wenn du in Paradox City nicht fündig wirst, frag vielleicht mal die Jungs vom Portalbauamt. Der Architekt weiß für gewöhnlich, in welcher Zeit man was finden kann. Nicht vorsagen. Okay. Hey du! Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Ja. Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Ja. Das könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung. Du hast recht. Genau. Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Oh, nee. Ja, nein, das ist nicht. Ich hab's genau. Ja, natürlich. Mit wem redet der? Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Neues Trend, extravagante Hüte. Der neueste Trend sind extravagante Hüte. Ich gebe das mal so weiter. Okay. Wisper, wisper die Flüster. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ha? Einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Man trägt jetzt Glatze. Ja. Mein Informant lässt ohne eine Zweifel, okay. Bauhelme, die machen einen schlanken Fuß. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt Warnhütchen vielleicht? Komm schon. Mein Informant ohne eine Aluhüte sind jetzt in. Kein Zweifel. Mein Informant ohne einen Was? Vielleicht ja, tu. Ich würde gern direkt mit deinem Informanten reden. Versteckt er sich da hinter dem Tresen? Hey, stopp! Die Identität meines Informanten ist geheim. Und niemand, hörst du? Niemand blickt hinter meinen Tresen. Kapische? Wenn es mit Piesche zu tun hat, möchte ich es auch gar nicht wissen. Mann. Das ist doof. Nein, ich hatte schon. Sehr, sehr doof. Hast du schon ein Ich arbeite. Das nicht. Glaub mal. Das stimmt wohl. Klappern ge. Okay, Moment. Ich brauche ein Erdnussbutter-Sandwich. Na, mein. Moment, jetzt könnte es sein. Warte für die Liebe. Soweit waren wir schon. Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco mit Chronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja, für Rita und Rocco. Na los, worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Sprechende Erdnüsse. Es gibt Dinger, die krabbeln. Ist schon krass, ey. Aber wie mache ich jetzt Erdnüsse aus denen? Damit? Das hier ist auch Kunst. Mach ich mal ein Dings damit? Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch! Geht los, Alter! Yippie! Geht los, Alter! Und? Habt ihr euch schon eingelebt? Na logisch! Hol hier! Berti blockiert immer das Badezimmer! Oh, Berti! Mensch! Das kannst du doch nicht tuten! Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Das hier ist auch...
Bevor ich zum Abwarten oder mein... Bevor ich zu ab oder... Bora kann das nicht nutzen. Okay. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Ja, wie kommt das nur? Hey. Ruf euch bringen, Papa. Nein, danke, mein Freund. Man wird in diesem Etablissement bestens versorgt. Bitte sag, dass es nicht funktioniert. Nein, danke. Okay. Bevor ich etwas Neues anfange, sollte ich erst einmal das Alte loswerden. Meinst du nicht auch? Nee. Das sagt sich so einfach. Erstmal werde ich hinsetzen wieder hier. Rita, haben wir hier vielleicht eine Mixer oder so irgendwas? Nee. Rita. Hey. Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was. Hallo Rita, was gibt's? Bestell. Los. Einmal tot. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine... Steck mir einen Ring an den Finger und... Meine Frage Sagt Fulok-Suppe. Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch... Ich glaube... Das höre ich sollte... Kannst du das hier reparieren? Ich denke, aber es ist gar nicht... Ich weiß. Empfehle... Hast du Hunger? Nein, mein Magen ist noch immer etwas flau. Dir wird schlecht vom Zeitreisen? Das solltest du den Geschichtsschreibern aber lieber verschweigen. Ich glaube eh nicht, dass die noch mit uns sprechen. Immerhin haben wir sie arbeitslos gemacht. Ah, ist ein Argument. Reicht das vielleicht, wenn ich das so zu den Typen hingebe? Ja, irgendwie... Oh. Muss es wirklich ein Erdnussbutter-Sandwich sein? Ja, muss es. Mein Ernährungsberater hat sich da sehr deutlich ausgedrückt. Und? Nein, hol Berti! Damit kann man mehr nicht. Wie mache ich denn das jetzt kaputt? Komisch. Ich sehe gar nichts. Himmelt ja auch nicht, oder? Kommt schon. Gebt mir ein Schussfeld. Wer wird jetzt noch der Top? Sage ich, Rauchmelder und Fangnetze. Anders geht's nicht. Aha. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Eigentlich, mir fällt nur der Top hier ein halt. Das hier ist auch was Nusche. Rufus. Wurde nie verstanden. Willst du? Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Das ist echt doof manchmal. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir... Wege. Zeitmaschine, ja, Motorhaube. Ich mach mal die Motorhaube zu. Die Motorhaube. Obwohl, Zeitmaschine on vielleicht. Verdammter Butterstampfer. Verdammter Butterstampfer. Ich guck mir jetzt nochmal alles an hier. So, hier oben hatten wir nichts. Gebt mir ein Schussfeld. Nee. Hier hinten hatten wir auch nur den Typen, ne? Nicht schlechtes. Jetzt ihm geben? Ich sagte, ist ja schon. Nee. Wie mache ich das? Denn bitte? Zu Erdnussbutter. Verschwende nicht meine Zeit. Ich habe hier... Nochmal gegentreten vielleicht? Oh je. Yeah. Keine Ahnung, ey. Kommt schon. Gebt mir ein Schussfeld. Ich sollte meine Sache... Sie sind in... Er hat sich... Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Schon aufgeht? Du vielleicht. Ach, natürlich. Du hast was gesagt. Hast du? Ist, wenn du der Arche nicht vor.
Meine Arbeit hier ist nun ist. Nein, danke. Mein alter Magen verträgt nur noch Pflaumen und Hülsenfrüchte. Davon aber umso mehr. Okay. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Dann fällt mir nichts mehr ein. Ohne Witz jetzt.